So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wir haben wieder was Besonderes für euch vorbereitet, nämlich Türchen Nummer 18. Aber nicht nur bei mir, sondern auch beim Adi. Was ist denn hier mit der lauter Fusseln auf dem Kopf, ne? Dazu holen wir uns natürlich den Katzen-Adventskalender. Der raschelt nämlich immer so schön. Wir machen mal das Türchen Nummer 18 auf und gucken mal, was da drin ist. Fische waren gestern, das heißt, heute gibt es wieder was Delikates. Das lohnt sich ja richtig. Guck. Ja, egal, komm. Wir machen das einfach gleich raus. Da sparen wir uns das. Das ist echt ein Witz, oder? Guck doch mal. Siehst du, Adi? Siehst du? Nee, hier nicht. Da. Ach, was ist denn? Adi, hier. Adi. Adi, siehst du? Adi. Hör auf. Dann guck doch mal. Ich verstehe dich nicht. Hast du irgendwo ein Gespenst gesehen oder so? Oder was? Hä? Adi? Adi, was machst du da? Adi, Adi, Schatz? Guck doch mal hier. Da gibt's zu fressen. Oh, will er wieder nicht. Erde an Adi. Adi, Erde an Adi! Adi! Nicht meine Hand. Ich tue es jetzt einfach mal hier rein. So, vielleicht kannst du es ja dann essen. Ich glaube, der Adi ist gerade verstört oder so. Ich weiß es nicht. Er ist auf jeden Fall. Der hat schon wieder heimlich gekokst. Guckt euch das. Wo der hinguckt, frage ich mich. Nirgendwo ist. Was ist denn? Adi! Adi, was machst du denn? Der Mund, wenn sich der Mund so vorschiebt, das sieht immer so göttlich aus. Also solange du mich nicht angreifst, ist alles gut. Außerdem hast du da Krümel im Auge. Adi! Wir packen jetzt mal das nächste Bier aus. Das ist nämlich hier die Nummer 18. Der macht mir echt Angst heute, keine Ahnung. Das ist die Nummer 18, die stellen wir wieder hier unten hin. Füßchen. Wir haben den Deckel, das sieht aus wie nach dem Reinheitsgebot gebraut. Das schreibt ja jeder bei sich drauf, das muss ja nichts heißen. Deutsches Bier, wenn es ein deutscher Kalender ist, denke ich auch, dass das deutsch ist. Die deutschen Brauer. Deutsches Bier von deutschen Brauern. Jetzt schreibt auch noch aus deutschen Zutaten. Jetzt habe ich das Etikett gerade gesehen, egal. Auf jeden Fall, das ist der Deckel, sehr unscheinbar, man erkennt nichts, ne? Auf der Kamera, weil immer alles unscharf ist, aber das ist das Etikett. Guckt euch das an. Hohentanner Schlossbrauerei, Polarwinter, Alter. Hallertauer Kraftbier. Bayerisches Reinheitsgebot. Hinten habt ihr auch nochmal Polar Winter, Naturtrüb. Hat 5,0 Umdrehungen auf jeden Fall. Das ist ja schon fast ein Etikett, was ich mega feier. Aber das ist schon wieder. Das glänzt schon wieder nicht, ja? Da bin ich penibel. Das glänzt nicht. Das ist auch wieder komplett matt und sieht aus, als wäre es auf einem alten, verranzten Papier gedruckt. Das schmälert das Ganze. Da fehlt schon wieder das jugendlich Spritzige. Ihr versteht, was ich meine. Trotzdem finde ich das Etikett sehr auffallend und interessant. Ist auch eher schlicht, aber auch der Name dabei, Polar Winter, gefällt mir sehr gut. Ich würde sogar hier 4 von 5 Punkten geben, weil mir das einfach so ins Auge sticht. Das strahlt dich einfach an, das leuchtet einfach, sieht aus wie dieser Trabi-Senf, der auch immer blau war. 4 von 5 fürs Etikett. Adi, pass auf und
Wasser, hast du es gesehen? Gut, ja, der ist in seiner Welt. Wir füllen das jetzt ein in unser Bier-Tasting-Glas. Das ist ganz wichtig. Einmal so. Achso, wir müssen das ja wieder in die Kamera halten, dass man das Etikett sieht fürs Thumbnail. So, wir können auch diesmal schneller einschenken. Es passt ja eh nicht alles rein, wie wir wissen. Deswegen setzen wir jetzt ab, tun den Rest hier hin, drehen das mal ein Stück, gucken uns das an. Wie es schon vorne drauf stand, naturtrüb, das heißt, es ist natürlich nicht klar. Es ist auch etwas hell. Es sieht halt alles ein bisschen zerwaschen aus und ich habe jetzt schon wieder das Problem mit dem Schaum. Okay, bevor wir zum Geschmack kommen. Farbe, es ist mir zu hell. Das Trübe mag ich auch nicht. Wenn es wenigstens kräftig und trüb wäre oder hell und klar. Aber es vereint beides, was ich von der Farbe her gar nicht mag. Ein Naturtrübes sieht halt so aus, aber trotzdem. Farbe würde ich auch nur 2 von 5 Punkten geben. Der Schaum nervt mich auch. Eigentlich nochmal ein Punktabzug für den Schaum, der immer zu oben rauskommt. Aber wir riechen mal. Riecht auf jeden Fall sehr säuerlich. Ich habe ein Video von einem anderen Typ gesehen, der... Oh, ist das eine fruchtige Note! Oh, ist das richtig? Da riecht man Rexta de Jopalada, wie wohl. Hab ich gedacht, was labert der? Das ist einfach nur unangenehm. Ich würde den Geruch, würde ich auch eine... Das riecht für mich nicht nach Bier. Geruch würde ich auch eine 2 von 5 geben. Jetzt muss ich nochmal kurz den Schaum absaugen. Bevor wir jetzt zum Trinken kommen, habe ich ja eigentlich am Schaum schon gemerkt. Aber der Schaum kann ja täuschen. Es kann ja direkt als Bier anders schmecken, als wenn ihr nur den Schaum sauft. Deswegen probieren wir jetzt mal. Das Polar Winter, ne? Wenn das Etikett klasse ist, ist das Bier eben nichts wert. So, da lenken die wieder ab. Ne, wir probieren jetzt einfach mal. Ich weiß immer noch nicht, was mit Mali heute los ist. Beim Trinken kaum Geschmack. Beim Absetzen kaum Geschmack und dann wieder Spülmittel. Einfach so ein bitteres, was sich quer über die Zunge legt und dir eigentlich zu verstehen geben will. Vorsicht, trink das nicht, das ist gefährlich irgendwie. Das kann nicht richtig sein, aber so schmeckt das Bier, keine Ahnung. Für diesen Geschmack würde ich sogar, glaube ich, nur 1 von 5 Punkten geben. Pola Winter. Oh. Jetzt weiß ich, wieso Kalea mir keinen Bier-Adventskalender sponsert. Weil ich so brutal ehrlich bin und bei mir eh alles nur nach Spülmittel schmeckt. Und der andere Kauz hat nur 2 Stück aufgemacht und bei jedem gesagt, das ist das Beste, Heftigste, was ich hier gesehen habe. Los, gebt mir euer Geld. Und ich einfach so, ich muss kosten und alles so, ja. Etikett gefällt mir auf jeden Fall. Seitdem ging es bergab. Selbst die Farbe hat noch 2 Punkte bekommen. Aber der Geschmack kriegt nur 1 Punkt. Und nicht, weil es 1 Punkt verdient hat und nicht 0 Punkte ist. Theoretisch würde ich auch 0 geben, aber ich habe noch nie 0 gegeben. Wir geben immer 1 bis 5, ja. Wir geben nicht 0 bis 5, wir geben 1 bis 5. Deswegen 1 ist das Niedrigste. Nur nochmal so zur Info. Ich werde mir das jetzt hier noch reinhauen. Dann muss ich noch was aufnehmen und dann, keine Ahnung, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Peace out. Adi, haut! Euer Ramses. Ugh.
Ah.